Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Super Blues Box von AZ und Suna. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Super Blues von AZ und Suna. Es ist das erste Collabo-Album der beiden. Wir machen mal die Folie ab und schauen uns das Ganze dann im Detail an. So, also, was wir schon mal auf den ersten Blick feststellen können, ist, dass die Box riesengroß ist. Also, falls ihr euch noch an die Fastlife-Box damals von AZ erinnert, die Box war auch schon sehr, sehr groß, aber die ist noch mal ein Stück größer. Vom Format her, wie ein Schuhkarton, nur eben ein sehr großer Schuhkarton. Wir haben hier eine rote Box. Oben lesen wir KMN Gang präsentiert Super Blues, AZ und Suna. Darunter nochmal das Logo der KMN Gang. Ansonsten hier in rot gehalten die Seiten. Das ist ein Mittelrot. Und auf der Rückseite haben wir dann die Credits und einen Barcode. Gut, dann schauen wir mal hinein. Der Deckel ist nicht ab, also ist nicht zu klappen, sondern er ist wirklich abnehmbar. So, auch von innen in diesem Rot. Und dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier einmal die Schlappen, die Super Plus Ghetto Letten wurden sie genannt. Dann einmal das Album an sich, ein Handtuch und ein Poster. Von innen glatt rot. Boah, also es riecht echt sehr stark, wenn man die Box hier aufmacht. Ich gehe mal davon aus, das kommt durch die Schlappen. So, nachdem hier die Sachen noch in Folie sind, werden wir das mal entsprechend aufreißen. Einmal hier die Schlappen. Dann haben wir dieses Handtuch und als letzten Boxinhalt natürlich das Album. So, wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Super Plus AZ und Suna lesen wir auch hier wieder, darüber KMN Gang präsentiert. Das Ganze kommt in einem Super Jewel Case. Hier auf der Seite lesen wir dann auch nochmals Super Plus. Hier unten KMN Gang. Und wir haben die beiden KMN-Member hier stehen. Sieht aus, als wären sie hier vor einer Tanke. Wir haben hier diverse Autos geparkt. Also links haben wir einen grünen Lamborghini, rechts einen weißen Lamborghini und dahinter einen schwarzen Wagen, einen recht einfachen Wagen. Aber dahinter dann auch wieder Lamborghinis, Ferraris, alles am Start. So sieht das aus. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 14 Tracks an der Zahl und wir haben drei Features. Ein Feature von Miami Yasin, Raf Camora und eins von Nash. Jawohl. Ja, darunter wieder Credits und Barcode. Dann schauen wir mal hinein. Als erstes kommen wir natürlich zum Booklet. Wir haben hier einmal Suna, das dürfte wohl in Südamerika aufgenommen worden sein, in Brasilien, wenn ich mich nicht täusche. Dann haben wir hier die ersten Tracks, inklusive der Info, wer daran beteiligt war, beziehungsweise wer das produziert hat. Was lesen wir hier? Meine Feinde reden, doch ich lebe, denn die 9mm Baby regelt das Problem. Also hier dann auch noch so Textzeilen und Zitate mit dabei. Dann haben wir AZ, schicke Schuhe. So, weitere Tracks. Wenn du Welle schiebst, Digga macht es bab bab und die Fotze liegt. Okay. Weitere Aufnahmen, in diesem Fall mal beide auf einmal. Weitere Zitate. Sehr schöne Fotos an dieser Stelle. Jawohl. Nochmal beide.
Und zum Abschluss nochmal Suna. Gut, dann haben wir hier eine Danksagung und die Credits zum Album. So sieht das aus. KMN-Gang auf der Rückseite. Und dann kommen wir zur CD. Wir haben hier auch wieder den grünen Lamborghini, den wir von diversen Videos bzw. hier vom Cover kennen. So sieht das aus. Rückseite glattschwarz. So, das war's mit den Tonträgern, denn wir haben hier wirklich nur das Album drin, keine Instrumentals und, was ich schade finde, keine Bonus-EP. In den letzten Boxen, zum Beispiel bei der Fastlife-Box, bei der Casio-Box oder auch bei der Melech-Box, gab es ja dann jeweils die KMN Street-EP. In diesem Fall ist keine dabei. Dafür haben wir hier diese Ghetto-Letten. Die kommen in einem Hellrot und Weiß. Hier an der Ferse beschriftet mit KMN, dann oben mit Super Plus beschriftet. So sehen die dann von unten aus. Wir lesen hier Größe 11 und Made in China. Ja, Größe 11 ist in diesem Fall auf deutsche oder österreichische Größe, je nachdem, 43, 44. Es gab diese Ghetto-Letten in zwei verschiedenen Varianten. Und zwar gab es eine Box mit Ghetto-Letten in Größe 39 und 40. Und dann gab es die Box, in diesem Fall habe ich mich für die größere Variante entschieden, 43, 44. Welche davon ihr euch ausgewählt habt, das liegt natürlich an euch, was euch passt. Machen wir die mal wieder zur Seite. Dann haben wir ein Handtuch mit dabei. Ich muss mal etwas Platz machen hier. So, und zwar ist das Handtuch recht groß, wie auch der restliche Boxinhalt bzw. das Artwork in Rot und Weiß gehalten. Hier lesen wir auch wieder AZ und Suna Super Plus. So sieht das aus. Das Ganze auf der Rückseite dann so. Also die Rückseite ist jetzt nicht nochmal bestickt. Das ist einfach hier die Rückenansicht des Schriftzugs. Aber sieht auf jeden Fall gut aus. Rot-Weiß auf jeden Fall eine meiner bevorzugten Farbkombinationen. Ist von der Größe recht groß, also kann man auch gut am Strand damit liegen. Es ist nicht nur ein einfaches Handtuch, sondern wirklich ein Bade- bzw. Strandhandtuch. Da kann man auch gut drauf liegen. Und wir haben hier einen Zettel, ein Etikett. Was lesen wir hier? KMN Gang, dann die Waschhinweise. Und dann lesen wir hier 100% Baumwolle. Ich hoffe, man kann das lesen. Und Made in Turkey. Grüße gehen raus. Dann falten wir das wohl wieder zusammen. So. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch ein Poster mit dabei. Wie wir sehen können, ist das einseitig bedruckt. Das Poster ist im Querformat. Und hier haben wir AZ und Suna im Auto sitzend. Auf dem Innenspiegel hier diverse Halsketten festgemacht. So sieht das aus. Rechts Suna, links AZ. Das Ganze in so einem türkisblauen Licht. Sieht echt gut aus. Ansonsten hier in schwarz gehalten. Ja, wie gesagt, Poster im Querformat einseitig bedruckt. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Poster, einseitig bedruckt im Querformat. Dann haben wir hier diese Schlappen, die sogenannten Ghetto-Letten. Wie gesagt, gab es in zwei verschiedenen Größenvarianten zu wählen. In 39 und 40 und in 43 und 44. Dann haben wir das Badehandtuch, dieses Strandhandtuch, ebenfalls mit Super Plus Aufstieg. Und dann haben wir noch das Album an sich, Super Plus von AZ und Suna mit insgesamt 14 Tracks. Jawohl. Das
alles in dieser wunderbaren Box Super Plus von AZ und Suna. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr AZ und Suna unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.